Lifestyle wird Ihnen präsentiert von Möbel Hubacher. Nichts lieber als das. Bei mir in der Sendung heisst es heute «Schwingen total». Die beiden Herren, die ich hier in Zolkensdorf in diesem herzigen Häuschen besuche, für die ist Schwingen ihr Leben. Es ist Vater und Sohn. Und zwar ist es der Schwingenkönig Käser Adrian und der Shootingstar unter den Bösen, der Käser Remo. Er hat ja verblüfft, als er beim ersten Auftritt überhaupt am eidgenössischen Estavayer gerade so richtig abgeräumt hat und den dritten Platz erreicht hat. Mal schauen, wie die beiden wohnen. Ich bin sehr gespannt. Da sieht es aber schon zünftig nach Schwingen aus und da stehen sie, die beiden Schwinger, Vater und Sohn, der Adi und der Remo. Hallo miteinander. Hallo, Adi. Danke, dass wir hier da bei euch reinschauen. Es ist ja eigentlich das Elternhaus. Du wohnst ja nicht mehr da, wir gehen nachher zu dir schauen. Ich nehme jetzt mal an, all die Trauweien, die hier hängen, die hast du erschwungen, oder? Ja, die meisten. Also was Glocken sind und Tröckchen, das ist eigentlich meins. Wenn Remo sein, ist hier der grosse Kasten, den er im eidgenössischen Burgdorf gewonnen hat. Ist das noch praktisch als Schwinger? Dann muss man, ich zeige Ihnen das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, da hat jeder Stuhl hat eine Gravur und jeder Stuhl hat man quasi erschwungen. Da muss man gar kein Möbel kaufen. Ja, es ist so. Also, ich muss schauen, wenn ich eine größere Wohnung habe, muss ich vielleicht auch so wie der Vater eher so etwas nehmen, weil im Moment habe ich mich jetzt eher so auf Sachen konzentriert, die ich auch konnte brauchen. Also Fernseher, Bargeld und so. Ich hier gewohnt und dann habe ich es gar nicht gebraucht. Jetzt weiss ich auch, warum dass die Decke hier so hoch ist. Die beiden sind doch relativ gross. Man sieht es an mir, der Zwerg moderiert heute durch die Sendung. Kranz sehe ich keine. Wo haben ihr denn die? Ja, da müssen wir uns etwas überlegen. Ich hatte einen grossen Kranzkasten gehabt. Der hat aber dann, wenn wir jetzt hier die Einteilung der Fenster anschaut, nie mehr Platz gehabt. Dann haben wir uns entschieden, dass wir eben einen Tisch machen. Und wir alle die Kränze drin tun. Und dann habe ich die wichtigsten Kränze der Eidgenossen sein. Das war noch ein bisschen speziell aus Amerika. Und von den anderen habe ich einfach alle Schlaufe in die Tische getan. Ja, aber das ist ja auch schade, dass man die gar nicht sieht. Dass es da gefüttertes Zeug drauf hat. Nehmen wir das auch mal weg? Oder ja, Weihnachten oder so? Zwischen ist es natürlich auch weg. Weihnachten ist dann schön entdeckt. Da haben wir sicher ein Tischtuch drüber. Jetzt die meisten Leute, die alle hier sind, die kennen es ja, was drinnen ist. Und von dem her ist da gut ein Tischtuch drüber. Aber es gibt schon mal, dass man es für einen Anlass auch abdecken. Ich habe es am Anfang der Sendung gesagt, am eidgenössischen Estavayer hast du alle verblüfft. Auf Anhieb geht der dritte Rang erreicht, der Vater als Experte. Wie schwierig ist das für dich gewesen, zu moderieren oder zu kommentieren, wo dein Sohn im Segment gestanden ist? Ja, es hat natürlich innerlich extrem brodelt, also wirklich, manchmal bin ich fast vergibelt. Aber handkehrum habe ich probiert, das so neutral wie möglich zu machen und ich hoffe, es ist mir eigentlich auch gelungen, dass man dann irgendjemanden bevorzugen oder so. Weil für das ist man ja nicht dort. Schlussendlich ist es vielleicht gleich jemand zwischen den Türen drungen, dass man eben gemerkt, dass der Sohn im Schwingen ist. Aber ich glaube, es darf es eigentlich auch. Was hat der Vater als erstes zu dir gesagt, nach diesem Riesenerfolg? Ja, ich glaube, er hat sicher auch ganz so Freude gehabt wie ich. Er hat mir auch, ich glaube, er hat mir gedacht, du hast mir angerufen. Ja. Oder ich habe angerufen. Und nachher, ja. Gratuliert und dann habe ich gesagt, ja, sehen wir uns nachher noch. Und dann haben wir abgemacht. Eigentlich nach dem Schwingfest haben wir uns fertig kommentieren für das SRF. Und dann haben wir uns getroffen, haben etwas zusammen getrunken, ein bisschen fachsimpelt und Trabel ausklingen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wie ist dazu gekommen, dass du auch schwingst? Ist der Vater wirklich für dich jetzt das grosse Vorbild? Ja, er hat mich gezwungen, wie es für sie an mir gemacht. Nein, es ist so und gesehen, du schwingst jetzt, Bub, du ja, schwingst. So ist es nein, ja, lange habe ich Eishockey gespielt, geshootet, ich habe wirklich alles probiert, ja, ich habe auch noch alles gemacht, gerungen. Golf spielst du, glaube ich, auch, gell? Golf habe ich jetzt noch angefangen, aber ich habe wirklich mit so 10, 11 habe ich entschieden, was ich wirklich wollte. Ich hatte Eishockey gegen viel Training gehabt, im Schwingen und es ist eigentlich beides nicht gegangen und dann habe ich mich halt für das Schwingen entschieden, weil es mir schlussendlich dann wirklich besser gefallen hat. Und ja, so bin ich dann am Schluss gekommen und bin eigentlich auch dabei geblieben. Bist du jetzt mehr Vater oder Berater oder Coach, was Schwingen anbelangt? Es kommt vielleicht ein bisschen auf die Situation drauf an. Also manchmal muss man vielleicht mehr Vater sein, manchmal ein bisschen mehr Coach. Jetzt, wenn ich ein Training leite, bin ich sicher mehr der Coach. Aber so im privaten Umfeld ist man sicher eher der Vater. Und manchmal glauben sie ja meinem Vater auch nicht alles genau gleich, wie es jetzt zum Beispiel eben ein Schwingenkollege wie ein Sempachmetto würde ich sagen. Aber das ist absolut normal. Wenn man sich das bewusst ist, ist es auch noch mal halb so schlimm. Ist das ein bisschen so? Lässt man nicht immer auf den Vater? Ja, das ist ganz klar so. Also ich denke, es ist ja nicht normal, wenn mein Vater alles würde glauben. Man muss ja auch seinen eigenen Weg machen. Und ja, darum denke ich, ist es so sehr wichtig, dass man andere Leute hat,
wie jetzt ich, der im Landsfräs, der Tatkraft trainiert, dass man den sicher jemanden Deep geben kann. Oder meine Schwingkollegen, Sempachmet, der noch lange mein Nachbar war. Und das ist sicher auch sehr wichtig. Aber mittlerweile bin ich auch ein bisschen älter geworden und dann glaubt mein Vater auch ein bisschen mehr. Du hast unglaublich Freude gehabt über den riesen Erfolg. Und dein Sohn hat schon mit 15 hat er da einen grossen Erfolg feiern als jüngster Kranzschwinger der Neuzeit. Aber es sind auch ein bisschen Zweifel aufgekommen. Über das möchte ich mit euch reden. Wir gehen da weiter noch ein bisschen bei euch herumschauen. Aber zuerst gehen wir mal schauen, wo du unter der Woche bist. Du bist weder da bei den Eltern noch in deiner Bude. Du bist nämlich in der Sportler-RS für Spitzensportler in Macklingen. Und mein Kollege, der André Freihofer, hat den Remo Kesser besucht. Hier im schönen Macklingen ist die Spitzensport-Hochburg. In der Regel trainieren hier die besten Sportler der Schweiz und darum auch ideal für die Rekruten der Spitzensport-RS. Die RS kann man sich so vorstellen, ist eigentlich so, dass man gleich wie die anderen Grundausbildung hat. Haben wir jetzt hier in Lies gehabt. Und dann, nach 3 Wochen ist die schon fertig. Normal gehen sie 5 Wochen, können wir hier auf Macklingen. Und dann haben wir dann eigentlich die Möglichkeit, von morgen bis am Abend Sport zu machen. Beim Sport ist für den 21-Jährigen nicht nur Kraft, sondern auch Mentaltraining wichtig. Während er balanciert, wird auch jongliert. Ja, dann mit den 2 Brettchen ist natürlich koordinativ. Es kann gegen vorne, gegen hinten kippen. Wo man den Kopf noch ein bisschen mehr beieinander haben muss, weil wenn es einem dort oben schlägt, dann ja, fliegst du ein bisschen. Ja, auf der Langhand mache ich Zugübungen von unten gegen oben. Ich denke, das ist auch die Übung, die es im Schwingen am meisten braucht. Das Langhandeln wird aber nicht nur für eine Übung gebraucht. Das sind Sumo-Kniebeugen, sagt man denen. Da haben wir einen etwas breiteren Schritt und hat mit den hängen enger beieinander. Die Hüfte wird so gestärkt, damit der junge Schwinger seine Gegner aus dem Gleichgewicht bringen kann. Bei der Zugmaschine ist eigentlich wie beim Schwingen den Gegner zu mir zu ziehen. So, dass ich ihn eigentlich mit seiner Kraft und meiner Kraft aus dem Gleichgewicht bringen kann. Viel mit der konventionellen RS hat der Militäralltag da nichts mehr zu tun. Selbst beim berüchtigten Ausgang sieht es anders aus. Wir haben eigentlich gar nicht gross Lust, in den Ausgang zu gehen. Es war schon nie eine grosse Diskussion, ob wir jetzt noch ein Bier zusammen trinken zusammen oder nicht, weil wir sind hier zu Macklingen oben und es ist ein bisschen mühsam, hier mit dem Bändchen aufwachen zu fahren. Und meistens ist man so auf der Schnur nach dem Training, dass man froh ist, wenn man irgendwann hier ins Bett kann. Und wie viel ist er bei euch jetzt, als er so in der RS ist? Ja, natürlich schon viel weniger. Wir sehen zwischendurch, wenn er im Freitag Auswärtstraining hat, dann sehen wir ihn noch. Und sonst manchmal am Wochenende, aber da er viel zu Interlaken oben ist, kommt es eben auch nicht jedes Wochenende vor. Kommst du aber nach Hause essen? Ja, ich musste es so machen. Als ich ausgezogen bin und allein gewohnt habe, war es so, dass ich das Essen etwas vernachlässigt habe. Dann habe ich gesagt, ja, komm, ich muss wieder nach Hause essen, und sicher am Mittag, als ich wieder zunehmen kann. Und vor dem Eidgenössen ist es noch wichtig, dass ich die Kilos haben konnte. Und ja, dann bin ich eigentlich schon viel noch daheim gewesen. Wie schwer bist du jetzt? Ja, jetzt bin ich sicher 100, 405 Kilo. Und die Töchter, schwingen die auch? Oder ist das nie ein Thema gewesen? Das war eigentlich nie ein Thema gewesen. Ganz junge Jahre sind sie zwischendurch mal in Schwingkeller mitgekommen. Haben dort ein bisschen Spiele mitgemacht, aber dass sie wirklich hätten wollen schwingen, ist nie ein Thema gewesen. Den Thron, den hat man für dich schon angestellt, für 2019, dann im Zug. Wenn das Eidgenössische dort ist, der steht schon bei euch in der Stube. Nein, das ist so. Meine Mutter hat die Schulter operiert vor etwa, sag jetzt mal, 4, 5 Monaten. Weiß gar nicht. 4 Monate. Ja. Und dann hat mir den Stuhl müssen, weil sie da drauf musste schlafen, weil es ein bisschen unpraktisch war, auf dem Bett zu liegen. Ja, das glaube ich. Kuschelig. Ja, danke. Sitz doch mal drin. Hast du überhaupt Platz da drin? Aber er macht sich also noch gut, so ein bisschen als König. Wie ist das jetzt eigentlich für dich gewesen? Ich habe es angetönt. Du bist einerseits sehr, sehr stolz auf ihn und andererseits hast du manchmal auch ein bisschen Angst gehabt, damals, als er mit 15 so Erfolg hat im Schwingen. Ja, er hat eigentlich den Übergang ja relativ gut verwünscht zu den Aktiven. Er war von Anfang an eigentlich recht bei den Leuten gewesen. Und manchmal habe ich das Gefühl, er ist ein bisschen vergessen worden, wie alt er eigentlich erst ist.
wenn man manchmal auch die Einteilung geschaut hat, und so, wie er dran ist gekommen, sind von dort her sicher nicht geschont. Langfristig kommt ihm das sicher zu gut. Wenn man eben richtig hart angefasst wird, dann kommt man auch vorwärts an den Wettkämpfen in den Training. Und von dem her, ja, hat man natürlich immer ein bisschen so Bedenken gehabt, dass sie ihn einfach nicht verheizen. Aber ich glaube, es ist gut gegangen, weil das so gut durchgebracht. Ja. Ja, hat sich ausgezahlt. Ist das jetzt eine Ehre für dich, dass viele auch immer noch von deinem Daddy reden, der ein erfolgreicher Schwingerkönig ist? Und natürlich auch von deinem Onkel? Oder ist das mehr ein bisschen eine Belastung? Nein, überhaupt nicht. Also es ist ja so, er ist ja für mich mein Vater und nicht irgendwie, er ist nicht der Schwingerkönig, der Käserät, er ist einfach mein Vater. Und wie man das Verhältnis halt so hat zum Vater, es ist nicht... Wie hat man das Verhältnis so zum Vater? Ja, wir haben jetzt ein gutes Verhältnis zusammen. Ist aber nicht immer so gewesen? Mal immer. Wir sind ja viel zusammen auf das Bike. Oder auch früher hatten wir gerne das Schwingtraining da. Und ich bin auch sehr dankbar dafür. Ich denke, wenn du das nicht hast, dann bringst du es auch nicht so weit. Da müssen die Eltern schon voll dahinter stehen können. Fehlen sie den Bronte gegen den Vater? Genau. Beide, gell? Wer ist jetzt eigentlich besser im Schwingen, wenn wir jetzt würden... Wo ihr voneinander losgehen lasst, hättest du wahrscheinlich keine Chance, oder immer noch? Also ich würde mir es nicht mehr anmuten, jetzt mit ihm wirklich einen ernsten Wettkampf zu machen. Wir haben in jüngeren Jahren zwischen einen Bodenkampf gemacht, aber so richtig darauf abkommen wir es nie mehr. Jetzt kommt etwas, wo ich nicht recht weiss, ob dich das interessiert. Bei dir bin ich mir ganz sicher. Es geht nämlich um Mode und Beauty, unser Newsstar. Wir haben dort eine interessante Teilnehmerin, und zwar ist das die Frau vom Bobfahrer Beat Hefti. Es ist Jean, und da ist der erste Teil. Als Vollblutmami kommt die 31-jährige Schwellbrunnerin Gina im Moment nicht zum Shoppen. Weil sie sich aber sehr für Mode interessiert, ist sie heute im PKZ Women's Zürich gekommen. Ich habe 3 kleine Kinder. Ich komme nie zur Coiffeur und auch nicht zum Shoppen. Und mit der Anmeldung mache ich mir selber ein vorzügliches Muttertagsgeschenk. Und ich bin total überrascht und habe mich verzaubern von euch. Und für eine zauberhafte Frisur sorgt der Coiffeur Valentino. In der Schwangerschaft hat Gina recht viel Haarverlust bekommen. Und deswegen wollten wir ein bisschen kürzer gehen, damit sie ein bisschen mehr Volumen hat, ein bisschen mehr Haar, ein bisschen mehr Füllung. Da haben wir eine neue Farbe gemacht bei ihr, und zwar Balayage-Technik. Mit nachher Glanztönung, damit sie überall die Haar glänzt und nicht so matt aussieht. Und dann einen kurzen Haarschnitt gemacht, ein bisschen Locken wieder Sprung gemacht. Weil sie hat schon von Natur Locken, aber durch die langen Haare sind sie ein bisschen schwer geworden. Das Teil habe ich Schaum benutzt und ein bisschen Haargel und ein bisschen Haarwachs und am Schluss ein bisschen Haarspray. Und es geht gerade weiter mit dem Make-up von Bobby Brown. Gina ist eine Person, die sich gar nie schminkt. Darum hat es mir riesen Freude gemacht, sie zu schminken. Wir haben ihre Augen richtig zum Leuchten gebracht, weil sie sich für einen Look entschieden hat, der so ein bisschen rockig daherkommt. Für die Augen haben wir es das mal ein bisschen dunkler gemacht. Wir haben unsere Longwear Grimshadow Stick genommen, in einem Mauve-Ton, mit einem wunderschönen Sparkle und einem verwischten, langhaftenden Gel-Eyeliner. Bei der Gina haben wir die Augenbrauen angezeichnet, weil sie ein permanent Make-up haben, dass sie einfach schön und voller aussehen. Bei Gina, ihrem Wunsch war es, dass man ihre Lippen zur Geltung bringt. Sie hat etwas schmale Lippen und darum haben wir einen feinen Lippenstift gewählt und haben dazu einen kleinen Trick verwendet, indem wir den Lipgloss in der Mitte der Lippen und an beiden Ecken auftragen. Wie China modisch verwandelt wird von unserer Luisa Rossi, das sehen wir in wenigen Augenblicken. Zuerst reden wir über deinen Modestyle. Also ich nehme jetzt einmal an, da mit dem Sponsorenjäckli bist du privat nicht unterwegs, oder? Nein, es ist so, dass ich nicht willkommen für solche Anlässe wie jetzt hier zum Beispiel. Dir kommen Anne, für sie die Sponsoren kann präsentieren, auch viele von denen. Und ich glaube, das braucht so im Sport, aber sonst setzt sie schon modisch, ein Trainer? Ja, modisch. Ich weiss nicht, also ich gebe mir schon Mühe, sie gut aussehen, aber ich will es nicht, ich bin schon eitel, aber ich will es nicht, Wie eitel bist du? Ja, ich gehe sicher nicht ungestellt zum Haus aus, das ist so etwas, was ich sicher habe. Dann schauen wir doch mal in den Schrank rein, was du da zu präsentieren hast. Ja, bei mir ist es so, dass die schönen Kleider erwäscht sind und sie erst auf das Wochenende aber gewaschen sind. Wer wäscht denn? Ja, das ist jetzt ein bisschen... Mami. Peinlich, ja, meine Mami. Ja, aber jetzt die Schultropper, ich musste sie meiner Grossmutter müssen bringen. Nein, ich kann selber nichts waschen. Oh, so. Ich kann schon, aber ja, nicht so sein. Das sind coole Hosen, sie sehen ein bisschen
Ja, so ja, die habe ich in Amerika gekauft. Das sind meine Wahlhosen. Und dann passend dazu habe ich ein Ankerhemdli. Ja, es ist echt eher etwas, was mir etwas auffällt. Aber ja, so. In Amerika hat es mir noch lustig gedacht. Und dann habe ich halt das gepostet. Schön zurückgelegt, gell? Hey, ja, das kann ich dann auch. Mutter hat sie ja wahrscheinlich geglättet. Ja, wirst du jetzt eigentlich so modeln? Du wärst ja noch so ein bisschen der Typ. Würdest du das noch gerne machen? Ja, ich weiss nicht. Vielleicht würde ich es mal ausprobieren, aber ich bin Schwinger und ich konzentriere mich auch für Sport. Wäre ja noch cool, der erste Schwinger, der einer Fashion Week mitmacht. Ja, ich sage jetzt, dass man im Sport läuft, ist es nicht so, dass ich es nicht mal ausprobieren würde, aber für mich ist es echt wichtig, dass man Schwingen läuft und dann sage ich, ich kann mal das andere auch mal ausprobieren. Schauen wir noch ein bisschen weiter rum. Also, du könntest ja auch für Schuhmode werben. Schuhgrösse? Du hast 48 in Deutschland. 48? Vielleicht ist es sogar 47, aber die haben mir dann so gefallen, dass ich sie, glaube ich, eine Grösse zu klein auch noch genommen habe. Gibt es das in der Schweiz, Schuhgrösse 48? Ja, also man muss da schon offen haben, dass man etwas findet. Aber es findet schon etwas noch ein Bärchen. Der Beweis, dass unser Schwinger auch golft. Hast du schon Platzreife? Ja, Platzreife habe ich gemacht. Gerade nach dem Eidgenössischen, so, dass man vor der RS noch gelenkt hat und ja, die näher können absolvieren und ja, super Pro gehabt. Ja, jetzt bin ich zufrieden, das zu haben. Dann kann ich sicher nächstes Jahr, wenn es wieder ein schönes Wetter ist, mal auf den Platz raus. Kochst du eigentlich auch für deine Freundin, wenn sie da bei dir auf Besuch ist? Ja, sicher. Ich koche eigentlich noch gerne, muss ich sagen. Meistens gibt es irgendwie Pasta oder so. Ja, da noch das Tipptopf, wo ich auch jemanden daraus schaue, für dass ich etwas kochen kann. Und wie das Schild schon sagt. Hier wird mit Liebe gekocht. Also, dann habe ich euch schon das Dessert, wenn Rebecca das nächste Mal kommt, geht lieber hüpfen, haben wir etwas Süßes. Wie hast du eigentlich deine Freundin kennengelernt? Ja, kennt, habe sie eigentlich schon von Silvester mal. Hey, aber dann sicher, 3 Jahre habe sie sicher nie mehr gesehen. Und wie hat es dann gefunkt? Ja, wir sind eben schlitteln mal. Und dann habe ich die dort gesehen. Meine Eltern gegangen und mit der Schwester. Die dort gesehen, ich dachte, das könnte ich kennen. Ich wollte Hallo sagen. Hallo sagen, ein bisschen geschnurrt und zack. Ja, dann habe ich noch ein Auto gekauft, das Interlaken. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt schaue ich mal, ob sie Zeit hat, damit er abgemacht. Dann hat sich das so schleichend. Ich bin zuerst mit ihr bowlen. Ja, ein bisschen so. Irgendwann hat es gefunkt. Und dann habe ich mir gedacht, machen wir etwas draus. Du hast eine riesen Fangemeinde, auch auf Social Media bist du jetzt sehr aktiv. Auch viele Groupies. Wie reagieren deine weiblichen Fans, dass du jetzt vergeben bist? Schon seit 8 Monaten? Ja, ich glaube, das wissen viele gar nicht, aber es spielt ja auch nicht so eine Rolle. Es kommt ja darauf an, dass wir einander gerne haben. Und ist, glaube ich, alles andere egal. Absolut. Bin ich sehr einig mit dir. Wir zwei, wir haben noch den modischen Look zu gut und auch sie daheim von der China. Da ist er. Unsere Modeexpertin Luisa Rossi bringt mit ihren 2 Outfits wieder Schwung in die Garderobe von der China. Gina, mein Gott! Sieht fantastisch aus, Rael. Danke. Ein attraktives Land, darf ich sagen, gell? Richtig. Die Frisur ist aber super top geworden. Danke. Jetzt muss ich schauen, dass meine Outfits auch top sind. Auf jeden Fall sehe ich sicherlich rattenscharf drin aus. Super. Okay, ich zeige dir. Sehr gut, danke. Gina, ich weiss nicht, ob du das in deinem Kleiderschrank hast, aber ein Oberarm muss einfach hin. Ja. Bei deiner Figur sowieso. Schuhe, magst du so viel tragen? Ja, ja. Also gut, zeig mir's. Du bist ein starker Fall mit 3 Kindern, gell? Die Latzhose, die Gina jetzt trägt, hatte ich die ganze Zeit im Visier und ich habe nicht gewusst, wie ich sie so anziehen soll. Aber mit ihrer Figur die passt perfekt. Und ich habe das dunkel gehalten, auch mit der Bluse, beides von G-Star. Und dazu ist nichts Schönes als ein wunderbarer Mantel von Sandro. Ein schöner, langer, das passt ihr perfekt in ihrer Cognac-Farbe als Kontrast. Und auch die Schuhe passen dazu von Rachel Zoe. Und so ein Pünktchen auf mich habe ich gefunden, ist die Tasche und der Cape. Die zwei geben so ein bisschen das ethnische Stil drin und machen das Ganze ein bisschen folkloristisch, aber gleich City-like und auch schön fürs Land. Ich finde das Label All Saints passt perfekt zu der China. Und zwar alles ist so ein bisschen rockig, aber gleich ein cooler Stil. Und sie trägt gerade so gut auch ein bisschen oversized Kleider, wie zum Beispiel jetzt der Pulli. Dazu aber wieder figurbetont mit der Jacke und mit den Jeans. Der Schuh ist ganz wichtig, finde ich. Da muss man schauen, was für einen dazu passt. Und da habe ich gefunden, eine Stiefelette, die das Rocken aufnimmt, von Ash, ist genau perfekt. Und ja, Mama mit 3 Kindern, was soll sie am besten tragen für die Tasche? Natürlich ein Rucksack. Rockig und sexy.
China sieht ihrem neuen Look super aus und hat sich im Vergleich zum Morgen ganz schön verändert. Der heutige Tag hat all meine Vorstellungen übertroffen. Ich habe meine lockere Tour, die ich gar nicht mehr gewusst habe, dass ich die noch habe. Und ich habe endlich wieder mal einen Style. Haben auch Sie Lust auf eine optische Veränderung? Dann bewerben Sie sich jetzt. Alle Infos gibt es auf unserer Homepage lifestyle-tv.ch. Lisha muss wieder einrücken in die Spitzensportler RS. Die geht bis am 17. März. Und nachher? Ja, Tag darauf, am 18. werde ich 14 Tage auf Mauritius gehen. Noch ein bisschen Sonne tanken, bevor der Saison wieder anfängt. Und nach meinen Ferien, werde ich dann eigentlich eine Schule anfangen. Ich gehe noch in die Berufsberatung. Und ja, dann lasse ich mich überraschen, was auf mich zukommt. Und in die Ferien gehst du ganz allein auf Mauritius nicht, oder? Nein, ich gehe mit der Freundin. Ah, hast du schon gedacht. Ich wünsche dir alles Liebe für deine Berufswahl. Für deine Liebe mit deiner Rebecca und natürlich für den Schwingsport. Dort an der Wand hängen schon jene Auszeichnungen. Ich hoffe, dass in 3 Jahren dort steht, Schwinger des Jahres. Für mich wärst du der Schwingerkönig, den ich gleich schon sehen möchte. Hoffen wir, wir es sehen. Alles Liebe und bis bald. Für Sie gibt es jetzt natürlich den Wettbewerb. Natürlich über meinen heutigen Gast, den Käser Remo. In der Kleiderboutique Alibi in Zürich nach Herzenslust einkaufen. Gewinnen den Gutschein im Wert von 1500 Franken und kleidet euch von Kopf bis Fuß neu ein, sei es für ihn oder für sie. Mit ein bisschen Glück steht eure Shoppingtour vielleicht schon gleich nicht mehr im Weg. Und das ist die heutige Wettbewerbsfrage. Welchen Sport nebst dem Schwingen hat der Remo erst kürzlich für sich entdeckt? Golfen oder Segeln? Die Nummer zum Anrufen ist 0901 581 880. Mitmachen könnt ihr auch per SMS, schreibt als erstes Wort Lifestyle, den Lösungszahl und schickt es an die Nummer 9988. Für eine schriftliche Teilnahme schickt die Postkarte an die eingeblendete Adresse. Am nächsten Freitag wird es extrem sportlich in meiner Sendung. Eine 12-fache Weltmeisterin und Europameisterin habe ich zu Gast. Es ist Denise Bielmann. Noch heute sind ihre Pirouetten weltberühmt. Jeden Tag geht sie aufs Eis. Wir reden aber selbstverständlich nicht nur über Sport. Ich freue mich auf den nächsten Freitag oder vielleicht schon auf den Donnerstag, wenn es wieder heisst Boser und Böser. Ganz ein schönes Wochenende. Lifestyle ist Ihnen präsentiert worden von Möbel Hubacher. Nichts lieber als das. Nicht zum Verstecken. Unsere Spezialpreise auf Schlafsortiment müssen Sie sehen. Weitere Infos auf schubiger.ch.